Hallo ihr Lieben, heute gibt es mal einen Klassiker, nämlich Pfannkuchen, auch Eierkuchen genannt. Wer liebt Pfannkuchen nicht? Also ich liebe sie seit meiner Kindheit total gerne. Am liebsten habe ich natürlich die von Mama gegessen und deswegen heute auch Mamas Rezept. Und los geht's jetzt mit den Zutaten und der Zubereitung und alle Mengenangaben findet ihr unten in der Infobox. Wir brauchen Eier, Mehl, Milch, eine Prise Salz und später zum Ausbacken etwas Öl. Zunächst werden Eier und Salz miteinander verquirlt, anschließend kommt die Milch hinzu, wird dazu gerührt und zum Schluss das Mehl, so lange bis das Ganze schön klumpenfrei wird. Viele geben auch etwas Sprudelwasser hinzu, so sollen die Pfannkuchen wohl etwas knuspriger werden. Ich habe das schon mal probiert, bei mir hat es irgendwie genauso geschmeckt, deswegen verzichte ich drauf. Ihr könnt aber zum Beispiel auch einfach 2 Drittel Milch und 1 Drittel Sprudelwasser hinzugeben. Dann schnappt ihr euch eine beschichtete Pfanne, die sollte wirklich beschichtet sein. Reibt diese etwas mit Öl ein. Ihr könnt auf das Öl auch komplett verzichten. Ich zeige euch jetzt gleich den Unterschied. Wenn ihr Öl benutzt, sehen sie irgendwie hübscher aus, als wenn man sie ohne Öl ausbackt. Also es ist komplett Geschmackssache. Die Pfannkuchen sollten von beiden Seiten schön goldbraun gebacken werden und bevor ihr sie wendet, sollte die Oberfläche schon etwas antrocknen. Ansonsten ist das Ganze nicht zu wenden, es gibt nur eine Riesensauerei. Also ihr seht es, wenn da so Bläschen entstehen und das Ganze schon etwas trockener wirkt, dann einmal wenden. Sind die leckeren Pfannkuchen. Also ich liebe sie total und ich persönlich esse sie am liebsten mit Marmelade, mit Erdbeermarmelade. Das ist meine Lieblingsvariante, aber auch herzhaft schmecken sie wirklich total gut. In meinem nächsten Video zeige ich euch, wie man sie herzhaft füllen könnte. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und falls ihr mein Rezept heute mal nachmachen solltet, würde ich mich wie immer über eure Fotos freuen. Gerne mit dem Hashtag CookBakery auf Instagram. Jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen und bis zu meinem nächsten Video.